Hallöchen, liebe Freunde der Sonne, herzlich willkommen zum Video. Mein Name ist immer noch Mohammed und ich bin in der Türkei, wo es gerade heute noch 46, 47 Grad war. Sowas von heiß, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Richtig heiß, aber das ist ein wichtiges Video, wo ich ein bisschen Klartext reden möchte über ein paar Sachen. Ja, wie zum Beispiel auch von, dass Estefania und Familie Wollnitz bei uns zu Besuch sind und auch Auftritt machen und für mich eine Bereicherung ist. Und zu dem Thema will ich was ganz Wichtiges sagen, zu manchen Kommentaren, die ich lese. Ja, es wird sicherlich für manche hart, dieses Video, aber es ist halt die Wahrheit ist mehr wert, als dass ich jetzt hier irgendwie rumschleime und sage, ja du, ja dies, ja das. Ich bin, viele kennen mich seit mehreren Jahren und wissen auch, ja, dass ich jetzt zwei Monate noch sehr viel zu tun habe bei dem Beachclub hier am Strand. Ihr seht, ich bin da. Hallo Mausi. Hallo. Ich bin live gerade. Sagst du Hallo einmal. Hallo. 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 Auf jeden Fall, ich sitze hier so. Okay, jetzt sieht man mich besser. Ich kann mich nicht konzentrieren, die kleine Maus schaut zu. Auf jeden Fall, viele wissen, ich habe das neu aufgemacht und vielleicht denken sich viele, ja, seit zwei Monaten ist halt mehr über das Thema an der Beachbar, dann dies das Thema, das Thema. Was auch immer das Thema ist, Freunde, wer Lust hat, schaut sich das an, wen das nicht gefällt, der schaut sich das nicht an. Ja, mir geht es nicht bei der Seite darum, dass wir so viel wie möglich an Zuschauer haben. Das ist nicht das Ziel. Das Ziel ist, wie schon am Anfang, die mich kennen, das Ziel war schon immer, Menschen dabei zu haben, die andere Menschen respektieren. Ja? Mich müsst ihr nicht respektieren, könnt ihr ausmachen. Aber wenn jemand hier einen Auftritt macht und zum Beispiel die Familie Wolny, wer sie nicht mal persönlich kennt, nur das, was im Fernsehen gezeigt wird, das kennt, wer nur das kennt, was im Fernsehen ist, was von dem berichtet wird von der Familie Wolnys, ja, das ist halt auch ein bisschen Show, was im Fernsehen abläuft. Das, so weit müsste man eigentlich schon denken können, ja. Es kann natürlich sein, dass jetzt viele sagen, oh, Mohammed, dass du so denkst, bin ich enttäuscht. Es hat nichts mit der, ich mache mir keinen Kopf über, was ich jetzt sage und wer mich dann mag und wer nicht. Das ist mir scheißegal, nicht falsch verstehen. Sowieso sollen mich die Menschen, die keinen Respekt haben zu anderen Menschen, sollen mich eh nicht mögen. Ganz simpel. Auch wenn Familie Wollnitz jetzt nur vielleicht einen Monat ein Teil von meinem Leben sein wird. Das ist ein ganz anderes Thema. Aber das Thema an sich, dass wer nicht weiß, Respekt zu haben zu anderen Menschen, obwohl man sie nicht kennt, vielleicht im Fernsehen, die Nachrichten sind auch nicht alle wahr. Und so weit müsste man schon sein, dass man weiß, dass 50%, 80% davon Show ist, ja, im Fernsehen, wie eine Familie vorgestellt wird. Und deswegen, ich erwarte ja nicht, dass man diese Familie lieben soll, aber ich erwarte auf jeden Fall, dass in unserer Seite, bei Freunde der Sonne, dass wenn sowas, so ein Auftritt hier ist oder irgendwas, irgendwie was über der Familie ist, von der Familie Wollnys, wer einfach, weil er sie im Fernsehen gesehen hat, meint, ein Urteil zu fallen zu können, obwohl nicht mal weiß, was für eine herzliche Frau die Mutter ist, ja, vor allem mit so vielen Kindern großgezogen, was für ein, wer zwei Kinder hat, weiß schon, was das bedeutet, Kinder großzuziehen, ja, aber wer so eine riesige Familie auch noch zusammenhält, ja, zusammenhält, Freunde, ja, die Familie ist eins, sie sind immer gemeinsam, das, weißt du, ich kenne viel kleinere Familien, die den Zusammenhalt schon bei zwei Kindern verlieren, ja, und deswegen, wie gesagt, das eine im Fernsehen, diese Show kann man ja mal außen wegstellen. Okay, wer sie nicht mag, die Familie, okay, mag sie nicht. Aber das ist kein Grund, die Familie, wenn sie hier ist, dann will ich nicht kommen. Ja, sorry, dann komm doch nicht. Wer keinen Respekt hat zu anderen Menschen, muss nicht kommen. Auch wenn ich jetzt 50% der Follower verliere, auch wenn nur 10 bleiben von den Followern, ist okay. Aber das sind die 10, die wissen, dass man Respekt haben sollte zu anderen Menschen. Ja, und man kann sich äußern, dass man sie nicht mag, aber auf einer netten Weise, auf einer respektvollen Weise. Und das ist ganz, ganz wichtig, egal wer was ist und vor allem, wenn man die Familie nicht kennt. Aber das geht eigentlich mehr so das Thema darum, ich bin niemandem was schuldig, niemanden, ja. Ich mache Live-Videos schon seit 3, 4, 5 Jahren, mache ich Live-Videos. Ich versuche so gut Freude wie möglich zu geben an Menschen, die mich besuchen hier, sind sehr fröhlich. Ich versuche so viel Liebe, Freude und Spaß, was ich habe, daher zu geben. Wen das gefällt, der ist, der kommt, der schaut sich die Videos an, wen nicht, dann können auch wohl die Follower, die was zu meckern haben mit anderen Menschen und denen nicht gefällt, dass ich jetzt vielleicht seit 2 Monaten auch mal unsere Bar hier öfter zeige als was anderes. Sie müssen auch mal denken, was für einen Kampf ich da habe, was für eine riesen Verantwortung ich habe,
für meine Familie, für die Mitarbeiter hier, für das, was ich eingegangen bin, mit dem Mut, den ich hatte, so eine Geschichte einzugehen in meinen Jahren, in meinem Alter, in die Schulden, die ich reingetreten bin, um sowas zu machen. Natürlich gehört da ein Kampf dazu. Und es kann dann halt auch sein, dass ich mal weniger Hotels vorstelle. Parallel dazu mache ich 5, 6 verschiedene Sachen. Und zum Glück, dank an Gott, so erfolgreich, auch wenn die Summe nicht so erfolgreich ist, die ich verdiene. Ja, sage ich ganz ehrlich, was auf meinem Konto ist, das würdet keiner glauben. Was jetzt gerade da drauf ist, vielleicht die Schulden würdet ihr mir glauben. Also das würde keiner glauben. Aber Erfolg bedeutet für mich nicht, dass ich Geld ohne Ende habe. Erfolg bedeutet für mich, dass ich hinter dem stehe, was ich sage, dass die Gäste, die bei mir sind, Reisen machen, Flughafentransfer, dass die wissen, wenn mal was nicht ganz war, ich stehe dahinter und tue, was ich kann, um dass der Gast zufrieden ist. Und es läuft sehr gut, die Zufriedenheitsrate bei uns läuft sehr, sehr stark. Und so eine Zufriedenheitsrate halten zu können, wenn man bekannt ist, so wie ich hier, wie gesagt, Internet war weg, haben, so eine Zufriedensrate halten zu können, indem man so bekannt ist, wie ich in dieser Region bin, ist fast unmöglich, Freunde. Es ist so gut wie unmöglich, weil ich arbeite mit 10.000 Menschen gemeinsam, die irgendetwas bei uns machen, und von den 10.000 reichen 100, 200, die nicht zufrieden sind, um dass ein Ruf geschädigt werden kann. Und viele, die mich lange verfolgen, sehen, dank an Gott, wir halten es sehr gut aufrecht, weil wir auch, wenn was schief läuft, die zum Beispiel, dann kriegen sie die Taxifahrt kostenlos oder dies oder das. Immer stehe ich dahinter. Wäre das nicht der Fall, würde das gar nicht funktionieren. Und die Gäste haben Spaß. Ich sehe, wie die leuchten in den Augen. Ich sehe, was für eine Liebe ich weitervermittle. Auch den Auftritt letztes Mal bei, als Silvia Wollny hier war und alle. So eine Freude, so einen Abend habe ich hier noch nicht erlebt. Und ich möchte den Abend nicht missen. Wer Lust hat, kommt dann natürlich besuchen. Wer nicht, kommt nicht. Die Beachbar, wie wichtig ist mir das? Es ist mir nicht so wichtig, die Bar. Ich will das eh sowieso. So eine Arbeit hier will ich ein Jahr ungefähr machen. Das Ding, warum ich hier reingegangen bin, ist ganz klar, ich wollte dazulernen, weil nicht nur Geld bringt einen weiter, das, was mich bis heute weitergebracht hat, ist das Wissen, was ich mir ereignet habe, womit ich weitere Schritte machen konnte. Aber wie gesagt, ich denke, so ein Jahr, das reicht mir auf jeden Fall, so eine Arbeit. Und wie gesagt, ich hoffe, man hat das verstanden, was ich sagen will. Freunde, ich bin niemandem was schuldig. Wenn ich mit meinen Videos versuche, Freude zu bereiten, dann mache ich das vom ganzen Herzen, mit der Liebe, mit der Lebensfreude, die ich immer wieder mitbringe, ja, versuche ich so gut ich kann, Freude zu vermitteln, Menschen, die gegenüber sind und zuschauen, irgendein bisschen so, dass sie auch, wenn sie im Sofa sind, ein bisschen so glücklicher sind, dass sie vielleicht mal lachen beim Zuschauen. Das ist für mich richtig was Besonderes. Natürlich, parallel dazu versuche ich auch ein Geschäft aufzubauen. Warum nicht? Ich bin erste Mal und letzte Mal auf der Welt. Warum soll ich denn nicht mit Ehrlichkeit, Gerechtigkeit und Fleiß versuchen, auch ein bisschen mehr machen zu können für die Ziele, die ich in meiner Zukunft habe, für meine Familie, die sich darüber freut und dank an Gott auch sehr stolz ist. Und ich danke für den Rücken von meiner, also dass die mir im Rücken stehen, die Familie. Und ich danke auch herzlich an alle Freunde der Sonne, die mir auch im Rücken stehen und die das verstehen, was ich mache und auch verstehen, wenn ich meine Zeit vielleicht mal nicht in Hotel zeige. Ich bin niemandem was schuldig. Ich bin der ich bin, auch wenn ich jetzt in 2 Tagen wieder übrigens ein Hotel vorstelle, das ist ein ganz anderes Thema. Das ist halt so, dass wer das gerne schaut, schaut es. Aber ganz wichtig, der Respekt zu allen anderen, was hier ist. Zum Beispiel, wenn Silvia Wollny das, habt Respekt vor der Familie. Manche kennen sie vom Fernsehen, mag sie nicht. Aber sie ist eine Mutter von so vielen Kindern. Und wie fühlt sich das an, wenn alle Kinder sowas lesen? Denkt doch mal bitte nach. Aber wer das nicht denken kann, der hat auf meiner Seite nichts zu suchen. Auch wenn man diese Frau nicht mag, die Silvia Wollny oder die Estefania, okay, mag sie nicht. Aber wie fühlt sich eine Mutter, wenn so über die Tochter geschrieben wird? Könnt ihr darüber mal nachdenken? Aber wer es nicht schafft zu verstehen, was ich sage, der hat auf meiner Seite nichts zu tun, egal ob er mich auf anderen Seiten jetzt schlecht macht, interessiert mich nicht. Ich bleib gerade, ich bin der ich bin und stehe auf jeden Fall hinter Menschen, der ich Meinung bin, dass sie gute Menschen sind. Ja, ob man sie mag, nicht, ist andere Sache, aber trotzdem den Respekt soll man nicht verlieren. Das tut mir im Herzen weh, wenn ich so sehe, was manchmal da steht von einigen Leuten. Ach, die Silvia wollen die, wenn sie kommt, komme ich nicht, wenn Estefania, dann vielleicht. Und das interessiert keinen, wenn, dann komm doch nicht. Dann komm nicht, ist mir egal. Aber guckt mal, ihr habt auch Familie und ich wäre so traurig, wenn ich irgendwo, wenn mein Vater irgendwo lesen müsste, ja, wenn dein Sohn nicht da ist, dann komme ich gerne vorbei. Dein Sohn, dieser
dieser kaputte Junge und dies und das. Überleg mal, wie das sich anfühlen würde, auch für den Vater und für die Mutter und so. Deswegen, wir leben alle nur einmal und zum letzten Mal, ja, okay, vielleicht kommt einer noch mal auf die Welt, weiß ich nicht, aber ich bin das letzte Mal hier auf der Welt. Und ich hoffe, man hat mich verstanden ein bisschen. Die Seite wird, hat nur Wert, wenn diese Menschen hier sind, die mit Herz, die Verständnis, Respekt haben. Deswegen können ruhig von den ganzen Zuschauern von mir, auch wenn nur 5% bleiben, aber die 5% sind die Menschen, mit denen ich gemeinsam, die es wert sind, nicht falsch verstehen, die es wert sind, die Energie, die ich opfer, die Liebe, die Freude, morgens beim Sonnenaufgang unterwegs bin, die sind es wert, dass ich es mache. Dass ich es mache, für mich sind sie es wert, vom Spaßfaktor her, von meiner Laune her. Ich hoffe, man hat mich verstanden. Auch die, die vielleicht schlecht über Wollnis denken, ist okay, kann man. Ich würde auch schlecht denken, wenn ich nur das Fernseher sehen würde. Habt ihr die Familie kennengelernt? Aber tut mir nur den Gefallen. Schreibt es doch nicht so auf diese Art und Weise. Schreibt es auf eine nette Art, wie, ja, ist für mich nix. Aber ich wünsche ihnen viel Spaß, weil der Respekt, wenn der verloren ist, gibt es auch keine Liebe und Freude mehr. Egal wo man sucht, egal wo ihr suchen werdet, wenn ihr den Respekt verliert, ja, ohne jemanden zu kennen, dann findet ihr auch nicht die Freude und Liebe, die man braucht, um glücklich und mit Lebensfreude aufstehen zu können. Heidi, ich danke euch herzlich, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, man hat mich verstanden. Und manchmal muss ich halt so ernst reden, Freunde, ja. Und am Dienstag kommt die Estefania übrigens wieder. Wer Lust hat, kann Anmeldung machen über WhatsApp. Wer Lust hat, kann gerne schreiben. Mag die Werbung nicht, der schaltet einfach aus. Ja, aber ich habe auch sehr viel Verantwortung, sehr viel zu kämpfen hier. Und ich mache natürlich auch Videos jetzt wieder von Hotels. Morgen, übermorgen sind wir in ein Hotel wieder und versuche auch so gut ich kann. Aber ihr seht, bei so vielen Sachen, die ich mache, ich muss sie gut machen. Ich bin vielem was schuldig. Die Gäste, die diese Reisen antreten, die dies, das antreten, ich bin es ihnen schuldig an erster Stelle. Und an zweiter Stelle schicke ich euch so gut Liebe, so viel Liebe, Wärme, wie ich machen kann. Dienstag geht's los wieder mit Estefania. Wer möchte, läuft zu unserem Beachclub selber. Wer möchte, wird abgeholt, kostet 15 Euro Eintritt. Danke euch, dass ihr dabei wart. Nicht vergessen, den Respekt niemals verlieren, weil wir haben alle Kinder, wir haben alle Familie und eine Familie, so eine Riesenfamilie, das tut weh. Auch wenn man denkt, ja, sie sind dran gewöhnt. Nein, niemand ist dran gewöhnt. Niemand wird sich an einen Schmerz gewöhnen. Jeder ist stolz auf seine Tochter, jeder ist stolz auf seine Mama. Jeder möchte, dass die Familie geehrt wird. Ich danke euch herzlich.